Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Berlin X10 und werden heute die Linie 601 fahren von Siegfriedshorst nach Waldschenke. Ja, das ist eine kurze Linie, geht ungefähr 25 Minuten und wir fahren heute mit einem Mercedes-Benz U530G CNG Euro 2 und ja, in einer weißen Lackierung, ja, da ich das Repaint nicht besitze und ja, da steht noch ein altes Ziel, das ist aber ein typischer BBS-Bug, ne, also, ja, ist halt leider so. So. Das war aber gerade laut. So. Soll ich auch noch einen Zug kommen, ey? Übelst leise eben gewesen, jetzt auf einmal richtig laut, ey. Da kriegst du einen Schock. Achso. So. Ja. Ja, wir fahren heute wieder für den Betrieb OVMD. Kann ich nur jedem empfehlen, für diejenigen, die einen Betrieb suchen, ja, da kann ich wirklich nur OVMD empfehlen. So, wir geben mal hier alles ein. Okay, so, dann die 601, denk mal bestimmt Route 02, genau, das können wir hier wegmachen. So, ja, damit die olle Blondine nicht meckert, machen wir natürlich hier noch Heizung an, ne? Man weiß ja nie, ne? So, dann verstellen wir noch das Dashboard. Ja, was mir besonders momentan auch sehr gut gefällt bei OVMD ist halt, dass alle Citaro-Fahrzeuge in der V5 umgeändert worden sind. Und ich persönlich fahre sehr gerne mit der V5er-Version von Morphy, weil der gefällt mir irgendwie viel besser. Ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt er mir. Ne? Also finde ich cool, diese Karre. Ja, gut. Fahrgäste sind eingestiegen. Dann können wir schon mal abfahren. Feststellbremse lösbar. Mikrofoneinstellung. So. Und dann fahren wir mal los. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eine Solo-Linie eigentlich, aber naja. Egal. So, dann wollen wir mal. Ach, schön. So. Da geht's lang. Ja, Ansagen müssten automatisch kommen. Ich muss bloß aufpassen wegen Blitzer. Tulpenweg, ja, natürlich. So, währenddessen Monster aufmachen. Ah, ist das schön. Gerade nach Hause gekommen von der Umschulung, ne? Ja. Und jetzt erstmal eine Runde um sie fahren. Hashtag Vorproduktion. Ne? So, denn wenn man ordentlich vorproduziert, dann kommt es auch nicht zu Verzögerungen oder Ausfällen. So. Hallo. Ja, grüßen können sie auch nicht. Naja, Berliner halt. Was willst du da verlangen? Junge, die Sonne blendet mir auch ins Gesicht hier. Ist ja furchtbar. So, fahr. Dann halt nicht. Hast du Pech gehabt. Trotzdem danke. Eieiei. Ja, Verspätungsanzeige funktioniert ja leider nicht im BBS hier oben, ne? Das liegt jetzt nicht an dem Bus, das liegt eher an den Fahrscheindrucker. Denn das Problem ist ja schon beim Solaris bekannt, ne? Und damit der BBS auch die Verspätung anzeigen kann, ja, muss der ja
Busentwickler quasi was machen, damit das Ganze funktioniert. So habe ich es nämlich mal erklärt bekommen von PDP. Ja. Und daher müssen wir öfters zu unserer Kasse gucken, wie viel Verspätung wir haben. Wobei das auch in der Realität auch so ist, weil oben drüber steht auch nicht die Verspätung, ne, als Busfahrer. Von daher, ja. Gut, dann einmal rechts rum. Und da warten schon die nächsten Fahrgäste. Und da ist wieder die Blondine, ey. Wehe, die meckert heute rum, ey. Dann ist wirklich Pullen offen. Das könnt ihr aber glauben, ey. Einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein, natürlich. Ticket. Fahrschein ermäßigt. Kriegst du 30 Cent Dankeschön. Zurück. Bitteschön. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. 2,70. Ebenfalls 30 Danke. Cent zurück, bitte. Ein Fahrschein, bitte. Fahrschein ermäßigt. Dankeschön. 30 Cent. Bitteschön. So. Weiter. Weiter geht die Gatz. Ne? Mozartstraße. Lange nicht mehr unterwegs gewesen auf Berlin X10. Performance ist top. Ne? Nach wie vor die Einstellung von Zelle LP. Schöne Grüße an dich. Der ist auch gerade im BBS unterwegs. Scheiße. Mann, nein. Na gut. Was soll's. Dann wurden wir halt geblitzt. Darf doch aber nicht wahr sein, ey. Naja. Ich habe ja noch genug Kohle. Tachen sollte es jetzt nicht scheitern. So. Hallo. Hallo. Alter, die Sonne, ey. Was los? Du musst ausgerechnet dort rum, oder was? Na gut, hast du Glück gehabt. So, euch lasse ich hier bestimmt nicht durch, weil ich habe hier Vorfahrt. So. Guten Tag. Eine Kurzstrecke bitte. Ja, natürlich. Eine Kurzstrecke. Auch 30 Cent zurück. Meine Güte, immer nur 30 Cent zurück hier. Ist ja der Wahnsinn. Ja, bis jetzt ist noch keiner am Meckern. Das ist sehr gut. Auch sehr gut für mich. Das heißt, ich bin damit auch nicht am Meckern. Wenigstens etwas, ne? Mal eine Folge, wo ich nicht meckere. War ja zurzeit echt schlimm gewesen mit mir. Ja, was willst du machen, wenn die Leute rummeckern? Hallo? Denken die sind sonst was hier, ne? Aber nicht mit mir. Da haben sie sich mit dem falschen Busfahrer angelegt. So. Junge, hat der Abgase gehabt eben. Hallo? Einmal Schüler, bitte. Natürlich. Einmal Schüler. Einmal Fahrschein ermäßigt. Oh, hat sogar passend. Sehr gut. Gute Hupe. So, da haben wir grün, das ist für mich. Bitte bleibt grün. Oh, da wollen aber einige mit, mein lieber Scholli.
ist mit euch los? Ihr wisst schon, dass ich heute der Busfahrer bin, ne? Guten Tag. Hallo. 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 Keiner wollte ein Ticket haben. Mensch. War was ganz Neues. Bürgertreff. Der kann sich auch nicht entscheiden. Guten Tag. Dann halt nicht. Ausnahmsweise. Das nächste Mal sagst du guten Tag, mein Freund. Seelendorfer Straße. Ja, wie einige wahrscheinlich schon mitbekommen haben, habe ich die originalen Ansagen drin, ne? Die darf ich leider nicht weitergeben, also bitte keine Fragen, ob jemand die Ansagen haben kann, da muss ich klar und strikt Nein sagen, ne? Weil, sag ich mal, von einem guten Kumpel vor ein paar Jahren bekommt, der auch aus Berlin kommt, und daran halte ich mich auch, wenn er sagt, bitte niemals weiterschicken, ne? Und ja. Ja, was mich sehr interessieren würde, ist auch ebenfalls, wann das Berlin X10 Add-on rauskommt. Add-on, das Update. Denn die Entwickler von Berlin X10 hatten ja mal angekündigt, dass die an ein Update dran sind. Und ja, bin ich mal sehr gespannt. Weil Berlin X10 ist schon eine richtig geile Karte. Macht auf jeden Fall Fun. Ja, und kann man wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Und die Performance ist auch, Scheiße. Halt die Fresse, du blöde Kuh! Meine Güte! Schon wieder am Meckern hier auf. Nur weil ich bremse oder was? Junge, die hat irgendwas gegen mich. Ich sag's euch. Ich sag's euch, ne? Die hat irgendwas gegen mich. Kann aber nicht wahr sein. So, Mädel, du steigst jetzt hier aus. Ich will dich nicht mehr sehen. Raus! Kann aber nicht wahr sein hier. Jetzt ist er ausgestiegen. Gott sei Dank. Junge. Soll sich einen Kerl suchen? Mensch. Nur am Meckern. Badstraße. No. Die hat jetzt bestimmt mal die ganze Bewertung vermasselt im BBS. Danke. Naja. Können wir jetzt auch nicht ändern. Ist halt immer dieselbe dumme Kuh, ne? So, Kollege, bist du zufällig in Renten oder warum fährst du nicht? Geht doch. So, der, schaffen wir. Kollege, du bleibst stehen hier, ja? So, da ist der Peter Jansen, ne? Fährt gerade für den Betrieb RVB. Grüße gehen raus an Peter Jansen. Was fährt denn der? X10 bestimmt, wa? Jo, X10.
Auch reale Uhrzeit oder? Jo. Ist er ja fast an der Endhaltestelle. Und hat Verspätung. Es sei denn, sein Omsi hat nicht die originale Real-Life Time. So. Guten Tag. Kann man ein bisschen heizen, hier gibt es keine Blitzer. Wenigstens das Gute hier. So, hier will keiner rein oder raus, das ist auch gut. Nutestraße. Was? Nutestraße? Nutestraße. Ja. Blöde Sonne, ey. Bestreit mich hier, es geht gar nicht. Guten Tag. Einmal kurz. Natürlich. Eine Kurzstrecke normal. 1,70 kriegst auch 30 Cent zurück. Mensch, was ist denn das hier von Ticketpack, ey? Das ist auf jeden Fall ein Berliner Ticketpack, das weiß ich. Kriegt hier ständig jeder 30 Cent zurück. Mensch, brauchst du ja nicht mehr rechnen, ey. Wenn die mal alle 30 Cent zurückkriegen. Einmal normal, bitte. Jo, einmal normal. Drei, vier, sechs, acht. Danke. Zehn. Bitte. Das erste Mal, wo wir mal mehr zurückgehen, geben. Außer 30 Cent. Ein Wunder ist geschehen. So. Nice Straße. Nice Straße. Ah. Die Straße, die so richtig nice ist. Wir müssen rum. Gut. Okidoki. Noch ist grün, das ist gut. Fahrgäste haben wir. Hm, lohnt sich. Gut, 23 von 87, ne? Also für einen Solo-Bus hätte es eher dicke gereicht, aber naja. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Zum Technoterrain. Ja, spannende Folge heute, ne? Ja, ich habe heute ehrlich gesagt auch kein richtiges Gesprächsthema dabei. Ja. So eine Sauerei auch, ne?
Ja. Kann auch mal passieren, ne? Dass ich irgendwann mal nichts zum Labern habe. Die Blonde lassen wir nicht durch. Zeitverschwendung. Gott, hier waren auch wieder viele mit, ey. Leute, Leute, Leute. Was ist denn mal hier los? Hallo. Ist gar nicht, ob der Haltewunsch. Doch. Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Einmal normal. 270. 30 Danke. Zurück. Bitte. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, natürlich. 1,70. Junge, du hast aber viele 50 Cent Stücke, ey. Verzeihung, da musste ich auch einmal gehen. Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Ein Mensch, der nicht perfekt ist. So. Ein bisschen noch. So. Lecker Monster. Monster, Monster, Monster. Hinter uns steht ein Kollege mit dem MRNNL. Was fährt denn der für eine Linie? 620, okay. So, nächster Halt Feuerwehr. Ich muss sagen, Omsi läuft wieder besser, Hallo. Ne? Hallo. Ich habe jetzt zwar noch keine Steep-Überprüfung gemacht, ne? Ja, ich habe ja letztens gesagt, ja, da muss ich Steep-Überprüfung machen. Habe ich aber doch nicht gemacht. Weil ich es einfach nochmal probieren wollte und komischerweise lief Omsi da wieder. Und anscheinend waren die Erdbeerwochen wieder vorbei gewesen, ne? Ist halt wie eine Frau, die bekommt auch ihre Erdbeertage, ne? Bei Omsi sind es Wochen, manchmal. Und einmal rum hier. Jawoll. Ein bisschen müsste laufen, ist auch nicht schlimm. Aber nicht in die Hundescheiße treten, ja? Guten Tag. Musst du halt sauber bleiben. Schüler, bitte. Jo. Danke. 30, bitte. Alle mit 30 Cent, ey. Das ist doch der Wahnsinn. Oh, wir sollten. Egal. Haben wir vergessen, die Fahrerkarte einzulegen. Naja, passiert. Sollte zwar nicht passieren in der Realität, aber naja. So, okay. Ja. Pushkinstraße.
Ja, meine Maus. So muss es gehen, ratzfatz hier, ne? Störung oder was? Hä? Ernsthaft? Oh. Toll, Tür kaputt. Super. Mann! Kannst du nicht sein? Geht doch. Jo noch nie. So eine Türstörung. Da brauche ich einfach mal so rumgebaut. Kollege, du wartest. Ich habe schon Verspätung wegen der Türstörung. Ah, nee. Man muss nur wissen, wie, ne? Staatsdorfer Hof. Aber das ist mir neu gewesen mit der Türstörung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas mal hatte. Den. Citaro. Cool auf jeden Fall. Muss ja nicht alles perfekt laufen, ne? Potsdamer Kennzeichen. Ja, normalerweise würde die Linie bis zum S-Bahner bis nach Potsdam fahren, ne? S-Bahnhof Potsdam, glaube. Ja. Ist leider nicht machbar. Steht jetzt auch nochmal dran. S-Potsdam Hauptbahnhof. Leider. Da die Karte leider an der Waldschenke endet. Es wäre natürlich richtig geil, wenn X10 so ein Update bekommt, wo man wirklich bis zum Potsdamer Hauptbahnhof fahren könnte. Das wäre richtig nice. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Straße. Ja, ist nicht mein Bier, wenn sie erfasst werden. Laufen ja manchmal sowieso ohne hinzugucken rüber. Hat man ja letztens gesehen. Ach komm! Verdammt! Schon wieder ein scheiß Blitzer! Ah. Seid ihr so arm, dass ihr auf den Blitzer verteilen müsst hier in der Stadt oder was? Ach Mensch. Darf ich 2 Blitzerrechnungen bezahlen? Ich glaube, eine kostet 35 Euro, oder? Ich weiß es nicht mehr. Naja, sind erstmal 70 Euro weg. Naja. Ist jetzt nicht so tragisch, ne? Sagen wir es mal so, ne? Weil ich habe, glaube ich, über 50.000, 60.000 Euro. Ne? Zwar leider nicht in Real Life. Ja.
Also, wer gerne Geld loswerden möchte, kann mich gerne unterstützen. Link ist in der Beschreibung. Nein, Spaß. Aber wäre schon cool, wenn man das Geld wirklich in echt hätte, was man als Guthaben hat, also als Kontostand hat im BBS. Das wäre schon ein Prachtstück, ne? Könnte aber glühen. So. Die vorletzte. Also die erste quasi. Also hier rein. So, Endstation. Alle aussteigen. Ich hab Feierabend. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, mal gucken, ob ich noch ein gutes Thumbnail hinkriege. Ja, das war's. Wir machen jetzt schon schnell die Endauswertung. 18 Haltestellen. Ja, pünktlich, das ist sehr gut. Auch nicht zu früh, keine Unfälle. Ja, sehr schön. 8,7 Kilometer gefahren, verkaufte Tickets 10, 20,3 € haben wir an Ticketeinnahmen. Ja, Mensch, das ist doch ein Top-Ergebnis. Da frage ich mich manchmal echt, warum kriege ich das in ein Let's Play hin, aber nicht, wenn ich privat fahre. Weil wenn ich privat fahre, kriege ich manchmal solch ein Ergebnis nie hin. Es ist echt zum Käsemelken, könnt ihr aber glauben. Naja, gut, das war's. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Kommentare. Und ja, wie gesagt, falls ihr noch einen Betrieb suchen solltet, ich empfehle euch den Betrieb OVMD. Die haben über insgesamt 99 Fahrzeuge, viele Karten, ja, also hier könnt ihr euch so richtig austoben, ja. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, euer Trenum City TV. Tschüss.